Richtig. Guten Morgen! Heute gibt es wieder mal Milchreis zum Frühstück. Ich habe gestern überlegt, ich mag im Moment so gern Frühstück, da habe ich gleich einen ganzen Topf gemacht. Dann habe ich mir heute portionsweise warm gemacht. Oder eine Portion warm gemacht mit Blaubeeren und Zimt, mein Shake und ein Käffchen mit Hafermilch. Also, bis später. So, Mittagessen. Ich habe mir heute einfach zwei Scheiben Vollkornbrot gemacht mit Grünkohl-Tomatenaufstrich. Diesen hier. Habe ich auch das erste Mal probiert und ich muss sagen, der ist richtig lecker. Da sind so richtig schöne große Stückchen Grünkohl drin. Und Tomate halt nochmal frisch drauf geschnitten. Salz und Pfeffer. Meine Männer kriegen arme Ritter mit ganz viel Zimtzucker. Und heute Vormittag habe ich 7 Gläser Apfelmus gemacht und da gibt es halt auch noch etwas. Also Apfelmark. Es ist kein Zucker drin, sondern nur Apfel, Zitrone und Wasser. Ja, dann bis später. Abendessenszeit. Heute gibt es gefüllten Butternut-Kürbis. Der ist gefüllt mit Quinoa-Auflauf, also Quinoa-Füllung, was ich auch immer einen Auflauf mache, dass es mit dem Rest der Füllung passiert, die nicht reingepasst hat. Mein Mann Jürgen hat das auch. Und Jaden bekommt nur ein paar Pommes, weil das mag er nicht so gerne. Aber mein Mann und ich stehen total da drauf. Nur der Auflauf schmeckt für mich persönlich auch sehr, sehr gut mit Tomatensauce und der lässt sich auch super in der Mikrowelle schnell warm machen, falls was übrig bleibt. Ja, und dann war es das für heute. Ich glaube nicht, dass ich heute noch was essen werde. Heute Nachmittag, das habe ich vergessen zu filmen, hatte ich 2 Physalis-Früchte. Ja, und das war's dann. Also dann, tschüss. So, Mittagessen. Heute gibt es nur mal einen Schweizer Wurstsalat. Den wollte Jürgen mal wieder haben. Und da ich vom Einkaufen gerade gekommen bin, dachte ich, das ist jetzt ideal. Da habe ich auch ein paar frische Semmeln mitgebracht. Für den Kleinen ein bisschen Frischkäse, wie immer. Malzbier. Senf nochmal für mich. Das ist mein absoluter Lieblingssenf, der Dijon-Senf. Und für mich auch noch ein paar Tomaten. Salz, Pfeffer nochmal zum Nachwürzen. Bisschen Lachs ist noch übrig vom Wochenende, ein Obatzen und der Rest Schrimpsalat und Karamals und 0,0% Radler. Ja, das lassen wir uns jetzt dann schmecken. Also, bis später. Abendessen. Heute gibt es schöne Bandnudeln mit Lachs, Scampi und einer Mandarinen-Creme Fraiche-Soße. Super lecker. Also, tschüss. Guten Morgen, Frühstück. Mein Shake habe ich mal wieder getrunken, bevor ich ihn gefilmt habe. Heute war drin Gerstengras, Kurkuma, Banane, Zucchini und Physalis. Dann gibt es heute einen Lupinenjoghurt mit Mangogeschmack, Banane, Blaubeeren und geschroteten braunen und goldenen Leinsamen und Sonnenblumenkern. Und ganz unten drin in der Schüssel ist noch ungefähr 1,5 Esslöffel voll Müsli. Und dann habe ich noch ein Koffeinkakao heute. Ja, das war's dann erstmal. Bis später. So, heute gibt es nur die Reste von gestern. Einmal die Nudeln mit dem Lachs und der Mandarinensoße. Und der Rest Wurstsalat von mittags. Das reicht jetzt, weil nachher gibt es noch einen Kuchen. Den zeige ich euch dann später. Bis dann. So, jetzt ist Kaffeezeit und es gibt Kuchen. Und das ist der Kuchen, den ich euch zeigen wollte. Den gibt es bei uns hier in einer Bäckerei, der noch im Holzbackofen backt. Und schaut euch mal die Stücke an. Ja. Und das gilt jeweils als ein Stück für jeweils 3 Euro. Und der ist sowas von gut. Und wir sind eigentlich nur hin, oder mein Mann ist hin, weil wir ein Brot geholt haben. Das zeige ich euch später.
Also wie gesagt, solche Rüsenstücke kriegt man in keiner Bäckerei mehr. Oder was meint ihr? Okay, also ich esse auf jeden Fall ein Zwetschgendatsch, der ist nämlich extra für mich. Ich werde ihn nicht aufessen, aber morgen schmeckt er auch noch. Weil hier ist keiner Zwetschgendatsch außer mir. Also dann, tschüss. So, Abendessenszeit. Wie ihr seht, gibt es heute Sauerkraut und Schweinshaxen. Und dazu dieses super leckere Brot bei uns beim Bäcker. Ich glaube, die Bäckerei existiert schon seit 100 Jahren oder länger. Besteht nur aus Mehl, Wasser, Salz und Natursauerteig. Und wird halt auf im Holzbackofen gebacken. Und schmeckt einfach göttlich. Ja, und das war's dann. Tschüss. Guten Morgen, Frühstück. Heute habe ich ein paar Tomaten und das Brot von gestern, was ich euch abends gezeigt hatte, mit Butter und Butterkäse drauf. Ja, das ist erstmal der Anfang. Schauen wir mal, was eventuell sonst noch kommt. Wenn was kommt, nehme ich es euch auf. Wenn nicht, war's das. So, und jetzt noch mal ein Brot. Eins mit Butter und Honig und eins mit selbstgemachter Erdbeermarmelade und Gérardmer-Käse. Ah ja, und ich trinke Kaffee dazu. Aber dann reicht's mir. Bis später dann. So, ich esse jetzt noch so ein Alpro Schoko und ein paar Physalis. Das wird heute mein Mittagessen. Wir haben sehr spät gefrühstückt. Und so direkt viel brauche ich jetzt nicht. Heute Abend koche ich. Das werdet ihr aber in dem Video nicht mehr sehen. Das zeige ich euch dann im nächsten, weil ich heute noch ziemlich viel zu tun habe und das Video da nicht schneiden kann. Deswegen seht ihr das, wie gesagt, im nächsten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns oder hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo, da melde ich mich jetzt auch nochmal persönlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren, finde ich, sehr leckere Sachen dabei. Am zweiten Tag fehlt das Frühstück. Da hat meine Kamera mal wieder nicht so mitgemacht, wie ich wollte. Das habe ich aber erst zu spät gemerkt. Deswegen erzähle ich euch jetzt noch kurz, was es da gab. Und das war einmal mein Shake. Allerdings diesmal ein bisschen anders. War Brennnessel und Hagebutter habe ich mittlerweile aufgehört. Die habe ich nur leer gemacht. Waren eigentlich für meinen Mann gedacht, aber der trinkt es nicht mehr. Und deswegen habe ich nur noch das Gerstengras. Dann noch frische Kurkuma, Bananen, halbe Zucchini und fünf Physalis waren drin. Und gegessen habe ich dann noch ein Müsli von Rapunzel, das Sonne, Mond und Sterne Müsli. Wenn ich es mal wieder kaufe, dann zeige ich es euch. Ich kaufe dann nämlich so 1,5 Kilo Sackerl immer, weil das ist mein absolutes Lieblingsmüsli. Das esse ich schon seit mindestens 10 Jahren. Länger. Aber 10 Jahre regelmäßig. Und da hatte ich dann noch zusätzlich gelbe und braune Leinsamen mit drauf, geschrotete und Sonnenblumenkerne und das Ganze mit Hafermilch. Und einen Kaffee hatte ich auch noch. Wie gesagt, das war der zweite Tag. Damit ihr es auch wisst, nicht, dass ihr denkt, ich habe nichts gegessen oder sonst was. Und dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Und wenn ihr mich kostenlos abonnieren würdet, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.